Alle Pflanzen sind versorgt und gleich wird es hier weitergehen im Reich der Pflanzen mit einigen interessanten Updates. Ich habe mir aber wieder so, weiß Bescheid, Mango Avocado besorgt, weil das so viel Spaß macht. Ich habe gerade mal nachrecherchiert, geguckt, ja, bräuchte ich gar nicht, hier steht es nämlich drauf. 16.11.2020 haben wir die Geschichte hier gestartet mit den Avocados und 4 Monate standen sie im Dunkeln abgedeckt mit diesem Töpfchen, ne, damit sie da drin. Ja, kreuz und quer wachsen. 4 Monate haben die das tatsächlich geschafft. Und dann haben wir sie halt, wie gesagt, jetzt offen stehen lassen. Vielleicht lassen wir das nächste Mal ein bisschen länger. In dem Sinne, mal gucken. Ne? Wir haben ja noch ganz viele Möglichkeiten. So, ich bin auch noch nicht ganz am Start. Ich muss erst noch ein paar Sachen vorbereiten hier. Und dann fangen wir gleich an. Womit genau, weiß ich nicht. Voraussichtlich erst mit ein paar kleinen Updates. Und wie ich eine Avocado aufmache oder eine Mango aufmache, brauche ich nicht zu zeigen. Das haben wir schon einige Male gesehen. Das hält nur unnötig auf. Nur mal kurz gezeigt, dass wir da was Neues dann am Start haben, um neue Experimente damit zu machen, weil das richtig genial ist. Ja, okay. Also, ich mache mich jetzt fertig, ein bisschen schick und dann geht das gleich los hier im Reich der Pflanzen. Das ist so genial anzusehen. Guck mal, die Peperomia Raindrop römisch Variegata, das neue Blatt erhebt sich jetzt da hinten auch tatsächlich schon raus. Das ist so eine hübsche. Aber die Nachkommen, die wir bis jetzt haben, sind alle grün. Haben es ja schon versucht, ne? Außer bei 2 kleinen Babys waren dabei, die waren ganz weiß. Eins ist kaputt gegangen, das andere hat nur ein kleines weißes Blatt. Und mal gucken, wie die Geschichte weitergeht, ne? Ob uns das gelingt, tatsächlich sie noch zu vermehren in dem Sinne. So, Basilikum werden wir auf jeden Fall umpflanzen. Das machen wir. Ach so, bei der Avocado müssen wir mal gucken, was Bescheid, ne? Wegen pH-Wert, dass wir das mal rausbekommen. Solch schöne Pflanzen. Pass auf, wir gucken hier mal heute ein bisschen genauer hin. Ich gieße jetzt mal etwas durch bei 530 Mikrosiemens. Und pH-Wert liegt bei 7,3. Im Normalfall angesetzt mit dem Dünger haben wir 6,9 gehabt. Ich habe einen kleinen Schluck Leitungswasser beigegeben. Ja, ab und zu machen wir das mal. Nicht ständig, aber ab und zu. Und dann messe ich gleich mal nach, wie das jetzt hier gegeben ist. Denn wir sehen hier bei der Pflanze so ein hammerkräftiges Grün, so gesunde Blätter. Also ist schon der Burner, ne? Die wird also kontinuierlich, ist sie bis jetzt bei ca. 500 gegossen und gedüngt worden. Ab und zu mal reines Wasser, aber eher selten. Und da schauen wir gleich einfach mal näher hin, wie das dann aussieht. Keine Bange, wir machen keinen Messfilm heute. So ab und zu, so Kleinigkeiten, ne? So das eine oder andere mit im Film reingebracht, denke ich mal, kann auf jeden Fall richtig interessant sein. So, hier kann man es vielleicht schon erkennen. Ich suche mal ein bisschen näher hier unten links, ne? Siehst du das kleine weiße Blatt? Das kleine weiße Blatt da unten, das ist aus dem Weißanteil herausgewachsen. Bei dem Blattstück, was wir hier reingesteckt hatten damals. Und die anderen sind bis jetzt tatsächlich noch grün. Ja, also es scheint das nicht ganz so einfach zu sein, aber es müssen wir weiter abwarten. Das ist ein ganz klarer Fall. Denn was noch in der Zukunft passiert, wissen wir noch gar nicht. Voraussichtlich werden wir sie später dann durch Kopfstecklinge vermehren. Ich denke mal, das ist dann einfacher. Und vor allen Dingen herauszufinden, ob dann der Neuaustrieb von der Mutterpflanze tatsächlich wieder so gegeben ist wie jetzt, ne? Oder ob sie dann tatsächlich einfach nur grün weiter wächst. Alles noch Sachen, die wir im Laufe der Zeit erfahren werden hier. Oh, das macht so viel Spaß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll jetzt hier. Ich sag's euch, das ist so schön. Okay. Jetzt habe ich die Früchte noch hier rumliegen, Leute. Komm, nehme ich die mal auf den Schoß. So, also, Ergebnis ist cool. Wir haben jetzt bei der ZZ haben wir einen pH-Wert von 6,6 und Mikrosiemens-Wert von 630. Und bei unserer Peperomia Raindrop römisch Variegata haben wir jetzt pH-Wert 6,2, Mikrosiemens-Wert 750. Coole Sache. Ne? Also ab und zu mal einen Schluck Leitungswasser mit bei ist okay, aber nicht zu oft. Ne? So ab und zu machen wir das. Ich meine, die sind ja so schon ganz gut gewachsen. Die ZZ habe ich jetzt allerdings hergeholt, weil sie ein bisschen Mangelerscheinung hat. Kleines bisschen. Sie ist nämlich jetzt wieder am Wachsen. Lauter kleine Babys kommen unten wieder rausgewachsen. Alter, Babys, Blättchen, ne? Blättchen kommen herausgewachsen. Dass wir das so einmal mitnehmen können heute. So, hier hatte ich jetzt nicht gemessen. Ja gut, Wasser steht ordentlich drin unten. Das ist okay. Das Ganze steht da hier im... Ne, müsste ich ja sauber machen. Moment. Das einfach so reinstecken in eine Pfütze, das geht nicht. Da musst du schon vorher einmal sauber spülen. Ich mache das immer mit reinem Wasser. Was haben wir per Arbeit? 6,8, glaube ich, ungefähr. Das sollte man dann schon machen, ansonsten ist der Wert komplett verfälscht. Ja, ist so, ne? Machst du nichts. Das ist so, wie es ist. So, ich stelle mal just rein hier.
Mikro-Siemens-Messgerät. Moment, da warte ich erstmal ein bisschen. Sonst tue ich das Wasser ja auch wieder da rein. Ne? Ja gut, hier haben wir einen pH-Wert von 6,6. Auch okay. So, dann kann ich dich jetzt da reinstellen. Dann läuft das. 540 Mikrosiemens. Also auch hier alles easy, alles cool. Die Pflanzen sind sehr gut versorgt. Siehst du wohl. Aber das meiste passiert dir Pi mal Daumen. Das mit dem Messen zeige ich nur jetzt hier, in dem Sinne. Ne? Damit wir das mitnehmen können. Ansonsten mache ich das also nicht ständig, muss nicht denken. So ab und zu machen wir das mal. Ne? Wenn wir sehen, dass es dem besonders gut geht, oder wenn wir sehen, dass es ihnen besonders schlecht geht, um zu erfahren, was da los ist. Okay, die ZZ, das heißt, ja, ich muss ein bisschen abwarten, weil jetzt hatte ich ja ein Schluck Leitungswasser mit beigegeben. Ne? Mal gucken. Jetzt haben wir die ganze Familie beisammen hier. Hier haben wir die Mutterpflanze mit dem wunderschönen neuen variegierten Blatt. Dann haben wir hier rechts die beiden Blattstücke. Das ist einmal das Stück hier, wo das weiße Blatt auch mit herauswächst. Ein zweites aber auch noch da, das ist schon vergangen, ist kaputt gegangen. So, das ist der andere Teil von dem Blatt. Hier ist noch das Ganze mit Stiel gewesen. Wir hatten das ja hier abgeschnitten und dann hier dementsprechend vermehrt und hier halt mit Stiel in dem Sinne. Das konnten wir also zweimal in dem Sinne nehmen. Also auch hier nach wie vor noch nichts mit Variegation zu sehen. So, dann ist das Blatt hier, die sind alle übrigens auch von der Mutter, weiß Bescheid. Ne? Hier hatten wir so eine ganz kleine, damals variegierte Form, das hatte sich am Anfang so gezeigt. Also auch dieses Blatt hier einfach reingesteckt und wachsen lassen. Auch hier im Moment noch keine variegata Form. Genauso wie hier. Das war ein ganz grünes Blatt. Ich drehe das mal kurz. Das war dieses hier. Ja, auch hier einfach reingesteckt ins Substrat und wachsen lassen. Das läuft richtig gut. Da kannst du das Substrat sogar von Anfang an aufdüngen. Das funktioniert übrigens auch. Ja, okay. Also müssen wir weiter abwarten, was da jetzt noch kommt. Hier kommt gerade ein neues Blatt. Kriege ich den so rumgedreht? Nee. Das eine Blatt ist ein bisschen weit abstehend. Ich drehe mal andersrum, bekomme ich das so hinbekomme. Das, nee, auch nicht. Lachst dich kaputt, du. Ich glaube, das schneide ich nachher mal ab hier. Was man auch. So müssten wir es sehen können. Das scheint jetzt also wieder tatsächlich grün herauszuwachsen. In dem Sinne, das kommt also ein variegiertes, dann kommt wieder ein grünes, ein variegiertes und ein grünes. Nach wie vor ist das so gehandhabt. Ja, die stehen jetzt alle zu einer Seite, lichtbedingt, ne? Weil dort, wo sie steht, hat sie halt dementsprechend nicht das Licht von oben, sondern von der Seite. So, okay, nehmen wir heute so mit. 7,6, 7,7 pH-Wert bei der Avocado. In dem Substrat, in dem sie jetzt hier gewachsen sind. Das gleiche ist übrigens auch bei dem Schätzchen hier so gegeben. Genau dasselbe, also ein relativ hoher pH-Wert. Das nehmen wir erstmal so mit. Mal gucken, was das für die Zukunft dann zu bedeuten hat. Ja. Okay, unser Herzblatt, die Heuer Kerry. Da wurde ich gefragt, ob ich da mal ein kleines Update von zeigen könnte, wie das jetzt aussieht. Ich habe da nichts gemacht, zwischendurch einen ganz kleinen Schluck reines Wasser reingegeben, ansonsten nichts. Es sind ja zwei Pflanzen hier drin, also zwei Blätter in dem Sinne. Ne? Ich denke mal, viel näher kriege ich das jetzt nicht dran. Ich nehme es mal kurz auseinander. Also ich würde sagen, das sieht sehr gut aus. Da gibt es also nichts zu meckern. Wurzelwachstum ist auch im Gange. Ansonsten warten wir einfach weiter ab, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ich stelle sie einfach mal wieder rein. Voraussichtlich werde ich sie jetzt auch düngen. Ich werde gleich mal nachmessen, wie das aussieht. Denn auch die Blätter brauchen Nährstoffe, ganz klarer Fall. Ne? Denn ohne Nährstoffe wächst ja nichts. Okay. Jetzt geht's um die Schiefblattbegonie. Wir wissen ja schon, wird auch bei ca. 500 Mikrosiemens gedüngt. Das ist die Mutterpflanze, wächst wunderbar. Vor kurzem hatten wir den Kopfsteckling gesehen, der wächst auch wunderbar. Und dann schauen wir uns jetzt mal das hier an. Denn hier haben wir tatsächlich ein Blatt. Zwei haben wir noch, also zwei leben noch. Das ist jetzt allerdings das erste Blatt, wo sich tatsächlich etwas zeigt. Ich hole es gleich ein bisschen näher dran. Und hier habe ich jetzt aufgedüngt auf ca. 500 Mikrosiemens, dass wir das auch mal kurz mitnehmen. Ja, okay, jetzt geht's los. Kaum zu glauben, aber wahr, es kommt ein Baby herausgewachsen. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir gemeinsam hier mal reingeguckt haben, wie das aussah. Wir hatten die Blätter herausgezogen, also rausgeholt, haben uns die Wurzeln angeguckt, das war alles okay soweit. Und jetzt kommt tatsächlich ein Baby herausgewachsen. Ja, so schnell kann das gehen manchmal. Ne? Guck mal, da wachsen auch die Wurzeln unten schon raus. Die nehme ich mal eben ab, wenn ich schon mal hier dabei bin. Dann kommt das Ganze wieder rein hier. Ja, und dann lassen wir es weiter wachsen. Das ist übrigens der Kandidat, der offen steht. Ne? Von Anfang an, also nicht abgedeckt, sondern tatsächlich offenstehend an der Luft hier. Momentan haben wir schon wieder sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Oh, 64% habe ich gerade gesehen.
Das heißt, ich muss bald den Raumluftbefeuchter, Entfeuchter wieder einschalten, denn es wird halt jetzt feuchter bedingt durch die klimatischen Bedingungen, die wir halt draußen gegeben haben. Das ist so, auch das muss man beobachten, ganz wichtig. Ja, okay, dann kommen wir hier zu unserem Raphidophora Tetrasperma. Sperma, wie auch immer, weiß Bescheid. Okay. Ein kleiner Baum, ein klitzekleiner Baum, das ist, weißt du es? Ja, das ist die Pistazie. So, hier hatten ja neue Erkenntnisse erlangt vor kurzem, dass sie kalkliebend ist und ich habe sie dann einmal komplett befüllt mit Leitungswasser einfach, habe sie weiter wachsen lassen und heute habe ich wieder befüllt mit 1000 Mikrosiemens und ja, pH-Wert ist jetzt bei 6,6 und Mikrosiemenswert bei 1500. Wir haben das Ganze ja hier in dem Behälter drin. Das läuft richtig genial, muss ich sagen. Richtig coole Sache. Ja, okay, seitdem wir das wissen, wächst die Pflanze also tatsächlich wesentlich besser. Steht ohne Zusatzbeleuchtung an hellen Fenster bei uns. Bekommt also ab mittags auch Sonne, wenn die Sonne scheint. Bis jetzt, muss ich sagen, läuft das richtig gut. Also zumindest viel, viel besser als die Zeiten davor in dem Sinne, ne? Ja, okay, also das ist ganz wichtig zu wissen, dass Pistazien kalkliebend sind. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Bäumchen. Ups, das ist das hier. Das können wir jetzt gar nicht sehen. Warte mal. Moment, Moment, Moment. Manchmal bin ich auch ein bisschen zu voreilig. Pass mal auf. So. Ja, da werden wir heute eingreifen. Das ist unsere Papaya, die wir zuletzt herangezogen haben aus dem Samen. Stand ja bei 1000 Mikrosiemens damals. Ist sehr gut gewachsen. Jetzt habe ich kontinuierlich 500 reingegossen. Da sind die Blätter wieder ein bisschen blasser geworden, muss ich sagen. Hat auch einige Blätter wieder verloren schlagartig. Von daher werden wir ihn heute umtopfen. Denn ja, der Topf ist jetzt voraussichtlich auch viel zu klein geworden für das Schätzchen. Und ich werde aber in dem Zuge vorerst einmal kurz nachmessen, wie das hier drin jetzt gegeben ist. Auch mit dem pH-Wert. Vielleicht ist es ja so, dass die Papaya auch ab und zu einfach mal einen Schluck Kalkwasser braucht. In dem Sinne Leitungswasser bei uns. Aber mal gucken, ob wir das noch rausbekommen. pH-Wert liegt jetzt hier bei ca. 6 und Mikrosiemenswert konntest du wahrscheinlich vorhin lesen. Ist ausgegangen. Ah, ich sage dir, du, das ist auch eine Hampelei immer hier, du, mit dem Gemesse. So, also bei knapp 1000 Mikrosiemens sind wir hier, ne? Also das ist soweit, denke ich mal, okay. Ja, pass mal auf, ich glaube, wir können oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Aber ich werde ihn jetzt erstmal umtopfen hier mit euch gemeinsam. So, 1, 2, 3, dann kommen wir wieder zum Umtopfen heute. So, wir nehmen einen etwas größeren Topf, ganz klarer Fall. Nehme ich mit Stein, die habe ich von draußen, die habe ich mal heiß ausgespült. Ganz wichtig, ne, wenn du das von draußen holst, immer schön heiß, richtig heiß, ne? So heiß wie es geht, ausspülen. So, halt mal auf. Dann werden wir es auch hier so machen, dass wir heute Perlit unten mit reinpacken. Ein bisschen vorsichtig sein, könnte sein, dass es jetzt staubt. Ich mache es jetzt einfach so, komm her. Ganz vorsichtig, ne? Nicht einatmen, ganz wichtig. Mund halten. Okay? Siehst du wohl. Ganz wichtig. So, was wollte ich jetzt gesagt haben? Achso, pH-Wert haben wir jetzt hier drin in der Düngerlösung. Ich sage es jetzt schon mal, dass wir gleich mitnehmen können. Von 6,8. pH-Wert 6,8 Mikrosiemens Wert. Das, was von vornherein jetzt so mitnehmen können. Ich muss das nachher auch aufschreiben. Oder morgen, wenn ich das dann selber gucke. Mikrosiemenswert liegt bei 930. So, 930. Also, Perlit haben wir jetzt unten drin. Das nehmen wir als Drainageschicht, um zu gucken, wie das dann jetzt damit funktioniert. Wir haben schon ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Und von daher wollen wir mal gucken. Ach, wollen wir mal gucken. Jetzt habe ich was vergessen. Jetzt habe ich was vergessen. Ich habe hier Vulkatec drin. Moment. Ja, ich bin ein bisschen eilig gerade wieder. Alter Schwede. So kann das gehen, ne? So. Drei Teile Vulkatec, ein Teil Ceramis. Das Ganze mischen wir jetzt einfach mal. Das setze ich mir also jedes Mal so an hier, wie ich es jetzt auch mache. Ne? So, siehst du wohl, haben wir das auch geschafft. Alter Schwede, ich sag's dir nur. So, ich bin auch ganz durcheinander, glaubst du das wohl? Ist aber nicht so wild. So, jetzt nehmen wir unser Schätzchen hier und lassen uns überraschen, wie die Wurzeln jetzt aussehen. Ne? Weil die kann ich ja vorher auch nicht sehen. Das sehen wir dann jetzt in dem Sinne gemeinsam. So, mal vorsichtig das Ganze hier rausziehen. Oh, ja, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Das sind doch recht wenig Wurzeln. Das sieht gar nicht gut aus, muss ich auch sagen. Pass mal auf. Das sieht gar nicht so gut aus. Ups.
Die Wurzel ist auch kaputt hier. So, hör auf. Das ist natürlich jetzt... Okay. Also. Das heißt im Klartext, wir sollten vielleicht doch nicht so viel düngen jetzt, solange das Baby noch so klein ist. Ja gut, dass wir das jetzt augenscheinlich mitnehmen können. Ne? Besser ist das manchmal. So, pass mal auf. Wir füllen das Ganze jetzt einfach. Pflanzen auch etwas tiefer ein. Denn die machen ja gut Wurzeln. Auch im oberen Bereich dann wieder. Von daher ist das dann schon mal eine Hausnummer besser. Ja, siehst du, manchmal ist es besser, wenn man einfach mal reinguckt, wie es gegeben ist. Ne? Ist ja Zufall gewesen. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass die Wurzeln so bescheiden aussehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt aber mal... Ja, okay. Stelle ich dich denn jetzt wieder hin? Hier, pass mal auf. So, jetzt wollte ich nämlich gerade mal... weiß Bescheid, ne? Damit düngen wir jetzt nicht. Wir düngen jetzt hier mit der Geschichte. Das muss ich hier nochmal kurz gucken, was wir im pH-Wert drin haben, damit ich das dann auch wieder aufschreiben kann. Okay. 7,25. Alter Schwede, ich sage der du. Ah, das ist aber so, wenn du in Eile bist, ne? 7,25. Mikrosiemenswert ist ca. 530. So, damit spülen wir die ganze Geschichte jetzt durch hier. Ganz wichtig, ne? Und wir gehen hier also nicht mehr bei 1000 Mikrosiemens, auf keinen Fall. Zumindest solange das Schätzchen noch so klein ist, ne? Nun gut, er hat es überlebt, hat sich versorgt, aber wir sehen, ne? Es sah dann nicht so gut aus mit der Wurzel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat mich jetzt ehrlicherweise auch überrascht. Tja, siehst du wohl, ne? Also doch nicht immer kräftig dumm bei den Papaya-Babys hier in dem Sinne. So, okay, jetzt belassen wir das so, weil ich muss Feierabend machen, ich muss gleich die Kleine abholen. Sonst komme ich hier nicht vorwärts. So, das heißt, wir haben auf jeden Fall morgen auch noch was zu tun hier. Ah, sowieso jeden Tag. So, zu unserem Tetrasperma hier. Die belassen wir noch im Wasser. Wurzeln bilden sich jetzt langsam neue. Das sieht okay aus. Hier im reinen Wasser tatsächlich auch noch ganz wichtig. Ne? Ja, also, ne? So kleine Babys dann doch nicht so doll düngen. Ich meine, ist ja gut gewachsen, aber weiß Bescheid, ne? Irgendwann ist es einfach zu viel. Die bilden zu wenig Wurzeln aus und dann... irgendwann ist Exitus im Laden. Das ist nun mal so, ne? Okay, nehmen wir einfach so heute mit. Jetzt müssen wir noch mal rausfinden, pH-Wert-technisch, wie das hier aussieht, was er verträgt oder möchte in dem Sinne. Dass wir das dann auch mitnehmen können, so will er wieder nicht scharf stellen. Also wirklich. Okay. Verwendet haben wir heute übrigens den Kompo. Grünpflanzen und Palmendünger. Ganz wichtig zu wissen. So, pH-Wert haben wir jetzt hier von 7,25 im Wasser stehen, hier mit dem Wasser durchgegossen haben. Kriegt gleich einen anderen Untersetzer, wird dann nochmal aufgefüllt und dann gucken wir mal, wie wir damit weiterkommen, was pH-Wert angeht, dass wir das ein bisschen dieses Jahr nochmal nur mal besser hinkriegen in dem Sinne. Ne? Aussaat machen, Keimung ist alles ganz einfach. Wachsen lassen auch. Interessanterweise, wie gesagt, bei 1000 Mikrosiemens und ja, aber wie gesagt, ne? Wenn die Wurzeln so wenig sind, ist das nicht so gut. Von daher, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Boah, ich muss mich an das Klima aber erstmal gewöhnen. Du, 64% Luftfeuchtigkeit, 23,5 Grad. Das merkst du, fängst du ratzfatz an zu schwitzen, alter Schwede. So, hier wollte ich nochmal näher hingucken, machen wir jetzt nicht mehr. Machen wir ein andermal. Ich bin jetzt, muss echt los und weiß Bescheid. Ne? Jetzt habe ich gerade noch Post bekommen, ein Päckchen ist angekommen und noch ein Brief. Den wollte ich euch eigentlich auch noch zeigen, aber das wird mir jetzt zu spät. Ne? Das machen wir dann morgen. Gucken wir morgen mal nach, was da Tatsache gegeben ist. Auch guck mal, dann holen wir doch mal näher ran hier. Dann können wir da nochmal gucken, wie das aussieht hier. Siehst du wohl. Ne? Lauter kleine Babyblätter kommen da unten wieder rausgewachsen. Das ist so schön anzusehen bei dieser Pflanze hier, dass die so ja, pflegeleicht ist. Ne? Selbst herangezogen damals aus Blättern, bewurzeln lassen. Warum stellt der hier nicht scharf? Glaubst du das wohl? Komm, dann nehmen wir das Schätzchen hier in die Mitte des Bildes. So, okay, jetzt ist aber Feierabend. Alter Schwede. Aber das ist immer eine Rennerei, wenn du alles hier hinholst und dann vorher überlegst und misst und hast nicht gesehen und tralala. Und dann läuft auch noch was schief, ne? Wie wir es jetzt gesehen haben beim Umtopfen. Da sehen die Wurzeln ganz anders aus, als man gedacht hatte. Siehst du wohl, ne? So ist das dann. Okay. Yippie, yippie.